Guten Morgen zusammen. Thema des Vortrags ist eigentlich die Aufbereitung von Basis-DLM-Daten mit Open Source. Ist zu leise? Also lauter kann ich das jetzt nicht stellen. Okay, ja. Hier hoch? Nee. Das wird noch funktionieren. Das ist ein bisschen. Okay. Also, Thema des Vortrags ist also diese Basis-DLM-Aufbereitung mit Open Source-Verfahren. Und starten wir einfach mal. Also zunächst möchte ich was zu den Hintergründen sagen, wie das überhaupt losgetreten worden ist, das Projekt. Dann, wie wir die Umsetzung mit PostNAS realisiert haben in Rheinland-Pfalz. Der nächste Part, der Punkt Nummer 3, wird vom Tobias übernommen. Der hat sich um die Generalisierung der Daten gekümmert. Dann möchte ich gerne mal kurz live vorstellen, wie die Daten gerendert werden und auch die Geschwindigkeit nochmal zu zeigen, wie das heutzutage halt möglich ist. Dann ein paar Beispiele bringen mit Performance-Angaben zum Rendering-Prozess. Und ein paar offene Punkte vielleicht mal ansprechen. Also mal einen Vergleich machen, ziehen zwischen WMTS und WMS und ihre Eignung im Bereich von Geodateninfrastrukturen. Und schließen können wir dann mit der Diskussion. Also zu den Hintergründen oder Geschichte des ganzen Projekts. Also normalerweise bin ich in Rheinland-Pfalz zuständig für die Konzeption der Geodateninfrastruktur. Also eigentlich eher für Service-Repositories und so weiter. Wir haben 2005 gestartet mit dem Aufbau der Geodateninfrastruktur und hatten also ein Geoportal konzipiert und hatten aber Probleme gehabt mit den Hintergrundkarten. Damals gab es keine vektorbasierten Daten und es waren bis dato halt zwar WMS-Dienste vorhanden, die aber eben die topografischen Karten dargestellt haben. Und die waren meistens von der Aktualität halt so um die 6 Jahre alt, wenn man Glück hatte. Und da hat man dann natürlich gesagt, okay, wir wollen was Moderneres haben. Google Maps gab es ja auch schon. Wir wollen eine einfache Darstellung haben. Wir sollten die Daten der öffentlichen Verwaltung nehmen. Und wir wollten auch eine höchstmögliche Aktualität eben damit realisieren. Und dann eben auch maßstabsfrei und nicht unbedingt jetzt zwischen einzelnen Produkten bei den topografischen Karten hin und her switchen müssen. Wir wollten dem Nutzer die Möglichkeit bieten, quasi die Objektarten selbstständig auszuwählen, die sie sehen. Und dann eben auch komplett auf Open Source zu setzen. Das war eben einer der Punkte, die bei der Konstruktion des Geoportals oben anstanden, damit wir die Software nachher auch verteilen konnten. Und da wir halt nichts vorliegen hatten, mussten wir es selber machen. Und das erste Produkt, was wir dann 2007 mit der Freischaltung des Geoportals als Hintergrundkarte im Einsatz hatten, war ein Produkt, was aus 3 verschiedenen Datenbeständen generiert worden ist. Einmal aus dem Basis-DLM, 1 zu 25.000 von der Vermessungsverwaltung. Dann hatten wir das DLM 250 und DLM 1000. Das hatten wir heute Morgen schon mal gehört vom BKG, den Vortrag, wie die Daten da aufbereitet worden sind. Und als Darstellung hatten wir quasi das ein bisschen angepasst an dieses digitale Navigationsmodell. Ich weiß nicht, wer das jetzt kennt. Das hat Brandenburg mal entwickelt gehabt, ab 2004 auf Basis vom Map-Server. Da hatten wir auch die Basis-DLM-Daten in der Postgres-Datenbank überführt und in Anführungszeichen digitales Navigationsmodell erstellt. Das wird auch heute, glaube ich, auch noch verwendet in einer ähnlichen Form. Inhaltlich hatten wir so ein bisschen an Google Maps angelehnt, also die Objektdaten ausgedünnt, nur die notwendigen Objektdaten präsentiert. Und das Rendering war dynamisch eben in der Postgres-Datenbank. Die Daten waren in der Postgres-Datenbank abgelegt und das Rendering wurde dynamisch on the fly von einem Map-Server übernommen. Wichtig war halt die Tatsache, dass wir verschiedene Generalisierungsstufen hatten mit den 250er, 1000er und dem Basis-DLM, so damit der Renderer nicht zu lange gebraucht hat, um die Punkte aus der Datenbank rauszuziehen. Probleme war natürlich, die Datengrundlage ist nicht identisch. Wir haben verschiedene Aktualitäten in den verschiedenen DLMs, die wir in Deutschland vorhalten. Die Shape-Dateien für das Basis-DLM, die wir als Grundlage genommen hatten für den Import in die Datenbank, wurde immer nur auf Anfrage von unserem Produktionsbereich geliefert. Es gab keinen richtig sauberen Workflow und zu wenig Generalisierungsstufen. Mit den 3 Stufen kann man sich vorstellen, dass in manchen Maßstabsbereichen relativ lange dauert, die Daten zu rendern. Und wir hatten, was wir eigentlich immer haben wollten, eine Tagesaktualität. Im OpenStreetMap-Bereich hat man das ja auch geschafft. Irgendwie kriegen die das hin, dass wir tagesaktuelle Daten auch im Internet präsentieren können. Und um die Probleme dann zu lösen, hatten wir gesagt, 2007, 2008, irgendwo im Sommer, Winter, dass wir die DLM 250 Daten und DLM 1000 Daten einfach verwerfen, dass wir einfach uns das nicht mehr antun, die Daten vom BKG dazu übernehmen und quasi eine eigene Generalisierung der Basis-DLM-Daten in der Postgres-Datenbank durchführen mit den relativ einfachen Verfahren, die da zur Verfügung stehen. Und damit hatten wir dann einen Workflow gehabt für eine tagesaktuelle Ableitung auf Basis von Shape-Dateien noch, weil die alte Datenstruktur der ADGES-Daten, die lagen ja noch in EDBS-Daten vor und die wurden über eine FME dann quasi in Shape-Dateien konvertiert.
Die Attribute wurden ausgedünnt, damit dort auch nicht so viele Daten werden, die zu importieren sind. Also nur die notwendigen Attribute für die Rendering-Prozesse wurden mit aus den EDBS-Daten herausgezogen. Und wir hatten dann also mit relativ einfachen Mitteln eine Generalisierung der Daten in 5 verschiedenen Generalisierungsstufen auf der PostGIS-Datenbank laufen lassen. Das lief dann in 10 Minuten nachts durch und hat am nächsten Morgen tagesaktuelles Basis-DLM als Hintergrundkarte gehabt. Das war 2007, 2008. So, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Rheinland-Pfalz ist auf dieses 3A-Datenmodell übergestiegen und umgestiegen und seit dem Zeitpunkt gibt es halt auch keine EDBS-Daten mehr. Der Workflow war quasi nicht mehr realisierbar, den wir hatten. Und wir mussten uns dann Gedanken machen, wie kriegen wir die jetzt aus dieser 3A-Datenstruktur, die sich nach Auswertung ja relativ stark widersetzt, sage ich mal, einfach in eine PostGIS-Datenbank überführt. Und da gab es ja dieses PostNAS-Projekt, was auch im Bereich 2007, 2008, glaube ich, gestartet ist, wo quasi die GEDAL-Bibliothek erweitert wird um einen NAS-Reader, der dann quasi auch diese objektorientierte Struktur aus den 3A, also aus den XML-Files, NAS-Daten in ein ganz flaches Datenmodell, PostGIS-Datenmodell überführt, wo quasi Objektarten als einzelne Tabellen nachher aufgelistet sind und eine Tabelle die gesamten Relationen enthält. Und da wurde vom Frank Jäger auch schon ein System aufgesetzt, was sich da eignet, um das auf Basis von ALKIS-Daten zu tun, also eine ALKIS-Auskunftskomponente realisiert, komplett auf Open-Source-Basis, die im Endeffekt diese Struktur, diesen PostNAS-Konverter auch nutzt. Und da die Datenstruktur im 3A-Bereich sowohl für ALKIS als auch für ATKIS gilt, konnte man den Konverter natürlich auch relativ einfach einsetzen, um die ATKIS-Daten zu konvertieren. Und das hatten wir dann eben getan. So, das Problem, warum wir das auch umsteigen stellen mussten, war halt, die Generalisierung war nicht so schön gewesen. Gerade die Flächengeneralisierung war halt mit relativ einfachen Verfahren durchgeführt worden. Und von daher wollte man das mal ein bisschen optimieren. Und die Tagesaktualität war eben auch nicht erreicht bis dato. Und der Zeitpunkt, sagen wir mal Sommer 2005, Sommer letzten Jahres, war halt so, dass wir ab der GEDAL 1.8er Version auch den Reifegrad erreicht hatten, dass wir diesen NRS-Reader direkt, ohne den nochmal neu kompilieren zu müssen, die GEDAL-Bibliothek produktiv vorliegen hatten. Und die Datenhaltungskomponente für ATKIS-Daten unterstützt auch seit diesem Zeitpunkt diese Differenzdaten-Updates. Das bedeutet, dass wir quasi immer nur noch die Änderungen übertragen bekommen und damit auch keine großen Importzeiten mehr vorliegen haben. So, der Workflow, wie das momentan implementiert ist, ist relativ simpel. Wir haben hier so eine ATKIS-Datenhaltungskomponente auf RIMA-Basis. Da kommen NWA-Daten raus, also NAS-Daten. Die werden kopiert auf eine Prozessierungsrechnung, das ist eine VM, eine relativ einfache, mit einem Core nur, werden importiert über die OGR-to-OGR-Schnittstelle, also über GEDAL importiert in diese PostNAS-Datenbank. Dauert für den Erstimport für 500 Megabyte komprimierter XML-Daten 5 Stunden, um das für ein Bundesland wie Rheinland-Pfalz da reinzuhauen. Aber auf einer ganz langsamen Maschine kann man es noch optimieren. In der PostNAS-Datenbank wird dann die Generalisierung durchgeführt und da wird der Tobias gleich vorstellen, wie das Verfahren da funktioniert. Und das Kopieren auf den Rendering-Server ist relativ einfach. PG-Dump, die Dump-Datei kopiert, das sind 340 Megabyte nachher nur noch, die wirklich notwendig sind für diese gesamte Darstellung für das Landesgebiet. Die 340 Megabyte sind eine halbe Minute oder was in die PostGIS-Datenbank importiert und auch relativ schnell ins Rechenzentrum kopiert. Und auf dieser Karten-Rendering-Engine, sage ich mal, auf dem Karten-Server, das ist ein Debian-System mit Postgres 8.4, da gibt es halt die Datenbank. Nach dem Import werden die Daten von einem Map-Server in verschiedenen Generalisierungsstufen gerendert und als WMS-Dienst zur Verfügung gestellt. Das ist eigentlich so der Workflow. Und dann wären wir eigentlich an dem Punkt, wo der Tobias übernehmen kann und die Generalisierung vorstellen kann. So. Erstmal hallo zusammen, mein Name ist Tobias Dick, ich bin Student der Geoinformatik aus der Uni Trier und habe im Rahmen eines 8-wöchigen Praktikums beim FMGeo die Generalisierung mit PostGIS übernommen. Mit PostGIS hatte ich in der Universität eigentlich vorher noch nie Berührungspunkte gehabt, musste also alles quasi erstmal neu mir aneignen, das ganze Wissen, und ging aber eigentlich doch relativ schnell, und PostGIS ist auch wirklich ziemlich mächtig, insofern hat man da eigentlich gute Werkzeuge zur Hand gehabt.
Genau, warum Generalisierung? Generalisierung bei der klassischen Kartografie ist eigentlich ein ganz eigenes Feld. Da will ich mich auch gar nicht groß einmischen, weil es da eigentlich hauptsächlich auch um ästhetische Aspekte geht, wie man typisieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Serpentinenstraße habe, die sich sehr stark schlängelt, generalisiere die, wie kann ich das hinbekommen, dass es sich nicht überlappt und dass ich trotzdem auf einen Blick erkennen kann, dass es trotzdem eine abstrahierte Serpentine darstellen soll. Das ist mit automatisierten Verfahren so einfach nicht möglich. Und deswegen habe ich mich eher darauf beschränkt, die Laufzeitverbesserung hinzubekommen. Das heißt, die Zeit zwischen Frage-Antwort vom Server zu verbessern. Und das geht eigentlich durch eine Objektvereinbarung auf Geometrie- und Attributebene. Das heißt, ich vereinfache die Objekte, indem dass ich die Stützpunkte ausdünne, also generell einen Verlust in der Geometrie in Kauf nehme, oder aber, dass ich Attributinformationen reduziere. Das heißt, alle Infos, die ich nicht mehr brauche, schmeiße ich einfach raus aus der Attributtabelle und nehme jetzt noch den relevanten Teil nur noch mit. Bei uns wäre das beispielsweise bei einigen die Widmung und ansonsten brauche ich eigentlich nur die Geometrie, sonst brauche ich eigentlich gar nichts. Also den ganzen Anhang, der da mitkommt im ATKIS-Modell, kann ich komplett rausschmeißen. Und die Objektvereinfachung habe ich also dadurch realisiert, wie gesagt, durch das Aggregieren von Informationen beziehungsweise Eliminieren von Informationen. Und das andere, was ich gemacht habe, war eine Tessellation, also ein Mosaikieren, wie man es auch ungefähr von den Teilservern kennt. Also ich habe also quasi ein großes Polygon. Und hier habe ich dann zerschnitten in viele kleine Polygone. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von diesem riesigen Polygon da drüben haben möchte, zum Beispiel oben den Teil, müsste ich hier jetzt ein riesiges Polygon erstmal laden mit mehreren hunderttausend Stützpunkten, während ich jetzt im linken Bild nur noch der oben im Bereich beispielsweise reinladen könnte und dadurch halt eine wesentliche Verringerung von Informationen, die ich anfordern muss, erstmal erreichen kann. Aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Das andere, was ich gesagt hatte, war die Übersichtlichkeit zu erhalten. Das ging dadurch, dass ich erstmal Informationen zusammengefasst habe, also aggregiert habe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich jetzt hier vom kommunalen Gebiet, also Rheinland-Pfalz, hat kein Landesflächenpolygon. Das müsste man halt erst erstellen, indem ich hier dann links die kommunalen Gebiete zu einem großen Polygon zusammengefasst habe. Das brauche ich auch nachher für diese Tessellation zu erstellen. Genau, es gibt mehrere Maßstabsebenen, angefangen von G0, das ist ein kleinerer Maßstab, größerer Maßstab als 1 zu 7500. Da haben wir weitestgehend mit Originaldaten zu tun. Also wirklich nur ganz geringfügig, Stützpunkt ausgedünnt und auch noch die Widmung drin. Das heißt, ich erkenne jetzt, ist es Laubwald, ist es Mischwald, ist es Nadelwald, das haben wir alles noch drin. Das fliegt bei den ganzen anderen Waldebenen raus und entsprechend wird halt die Ausdünnung der Stützpunkte halt vergrößert. Und das ist ein sequenzielles Verfahren, das heißt, jede Ebene leitet sich von der vorangegangenen ab. Das heißt, ich habe erst diesen Wald G0 erstellt. Davon leite ich mit demselben Verfahren G1 ab, von G1 leite ich G2 ab und so weiter, bis ich halt irgendwann sage, jetzt reicht es. Und das war bei uns halt dieses G6. Das ist eigentlich für den Full Extent, also für die ganze Landesausbreitung Rheinland-Pfalz geeignet. Dann ein paar Code-Schnipsel. Waldpolygone sind ja im weitesten Sinne komplexe Objekte, das heißt, ich habe oftmals Lichtungen drin oder Schneisen drin. Deswegen muss man zwingenderweise, wenn man damit vernünftig weiterarbeiten möchte, diese erstmal aufsplitten in innere und äußere Ringe. Das geht eigentlich sehr angenehm mit diesem ST-Dump-Rings. Dadurch bekomme ich dann, wie gesagt, diese inneren und äußeren Objekte raus. Die kann ich dann filtern hier, indem ich dann sage, lösche einfach direkt alle Objekte, die diesen Schwellenwert der Fläche unterschreiten. Also zu kleine Objekte kann ich direkt rausschmeißen und nur mit den anderen Objekten, die diesen Filter passieren, kann ich dann weiterarbeiten. Und das eigentliche Vereinfachen findet dann hier statt. Das ist beispielsweise dieses bekannte Simplify. Wobei ich mit diesem Simplify Preserved Topology weitergearbeitet habe, weil das hier, wenn man das falsch parametrisiert, kommt dann nur noch Schwachsinn raus. Also die Polygone werden viel zu abstrakt und gerade an Landesgrenzen damit weiterzuarbeiten, ist eher gewagt. Und was ich auf dem Blog von Paul Ramsey gefunden habe, war auch sehr interessant. Der hat erst Folgendes gemacht, der hat die Objekte erst gebuffert mit einem Wert n und hat danach diesen Buffer direkt wieder abgezogen. Dadurch hat er halt wunderbar so eine Klettung hinbekommen und auch innere Flächen damit ausfüllen können, zum gewissen Teil. Also es ist eigentlich ein sehr einfacher Ansatz, trotzdem sehr mächtig. Wenn ich jetzt diese Polygone bearbeitet habe, einzeln, muss ich natürlich wieder zusammenführen. Das geht mit diesem ST-Make-Polygon. Das heißt, ich habe jetzt diesen äußeren Ring hier. Den kann ich direkt so lassen, wie er ist. Und die anderen muss ich wieder in ein Array überführen und dann die als Parameter für die Make-Polygon übergeben. Und habe danach wieder einen Ring-Polygon mit seinen inneren ausgeschnittenen Kreisen auch wieder drin. Dann kommen wir zur Tessellation, was ich vorher schon angesprochen hatte, das war das mit den Kacheln.
Und zwar ging es mir darum, wie gesagt, die Performance zu verbessern, indem ich halt kleinere Kacheln rausschneide. Da brauche ich, wie vorhin schon gesagt, dieses Landesgitter. Da habe ich mir eine eigene Funktion für geschrieben, mit Armin zusammen, eine Grid-Funktion, um halt jetzt über die gesamte Bounding-Box dieses Polygon in gleich große Kacheln zu zerschneiden. Das ging von der Kantenlänge von 5 bis 50 Kilometern für die größte Optimierungsstufe. Hier sieht man jetzt mal das Ergebnis. Dieses große Polygon unten, das ist der Pfälzer Wald. Der wurde jetzt hier in der größten Optimierungsstufe zum Beispiel zerschnitten in 2 Polygone. Aber wenn das jetzt in der G0-Stufe ist, haben wir da unten viel mehr, und zwar 265 Polygone mit einer Kantenlänge von jeweils 5 Kilometer. Und warum macht man das? Habe ich eben auch schon mal gesagt. Wenn ich jetzt hier mal ein Detail raushole, ich will jetzt nur diesen Bereich hier mir angucken, müsste ich sonst die gesamte Information, die diesen Polygonen drinsteht, müsste ich erst in PostGIS abrufen und davon einen Teil nur rausschneiden, den ich eigentlich haben möchte. Und das kann ich halt direkt umgehen, indem ich sage, ich mache direkt diese Tessellation vorher und verringere damit die Datenmenge auf diese 10 Polygone. Und hier jetzt mal noch ein paar Beispiele, wie das aussieht. Wie gesagt, wir haben hier die Unterscheidung noch zwischen Nadelwald, Laubwald, Mischwald drin. Und hier sieht man mal, wie viele Einzelpolygonen das später wären, wenn ich jetzt hier auf einen total wahnsinnigen Maßstab skalieren würde, der natürlich so nie auftreten wird. Und das Ganze jetzt mal noch weiter für den nächsten Maßstab, das ist dann G1 bei 17.500. Wie man sieht, werden die Kanten schon weniger, also die einzelnen Kacheln. Und das setzt dann auch sofort 50.000, 100.000, 300.000, 750.000 und jetzt kommt der angesprochene Full Extent über 750.000. Und das ist jetzt direkt mal gegenübergestellt, wie das aussieht. Man sieht jetzt gleich, das führt natürlich zu einer starken Überschätzung der Waldfläche, aber die für uns, weil es eine darstellende Karte ist und keine analytische Karte, eigentlich total egal. Aber trotzdem verbessere ich halt auf jeden Fall das Laufzeitverfahren. Und das war eigentlich das, was unser Ziel eigentlich dabei auch war. Und hier noch ein paar Zahlen zum Abschluss. Am Anfang hatten die Waldobjekte insgesamt 14 Millionen Stützpunkte und die konnten in der letzten Stufe runter reduziert werden auf 90.000. Und das macht schon sehr viel aus. Und das wäre es eigentlich von meiner Seite auch gewesen. Dann mach du. Okay. Okay, dann möchte ich das gerne mal live zeigen, wie das aussieht. Also im Geoportal, ich hoffe, dass die Geschwindigkeit flott ist. Rechts oben in der Ecke. Ach, rechts oben. Ja, das geht. Hier auf den Kartenviewer. Das Laden des Viewers, das dauert ein bisschen lange, wegen den 80 Layern, die wir da drin haben. Das ist aber noch zu optimieren. So. Und das ist eigentlich jetzt dieser Maßstabsbereich 1,7 Millionen. Das ist die Maus. Was näher rangeht. Sehen wir eigentlich schon, dass die Laufzeitverhalten relativ gut ist. In den Bereichen geht es. Aber je näher ich jetzt rankomme, merke ich ja eigentlich kaum einen Unterschied in der kaum einen Unterschied in der Bereitstellungsgeschwindigkeit zwischen den Rasterdaten im Hintergrund, die durch einen sehr hochperformanten WMS bereitgestellt werden, auch auf Map-Server-Basis, und der Darstellung oder Rendering-Prozess des Vektor-Layers jetzt hier, wobei ich hier auch schon generalisierte Daten vorliegen habe. Ja, wenn ich jetzt näher rangehe, schnell zeigen wir eigentlich nur noch die Wege in Kombination mit dem Luftbild. Aber der Rendering-Prozess selbst ist unglaublich schnell auch. Und der große Vorteil natürlich an den Sachen ist, dass die Daten tagesaktuell sind. Das ist mit anderen Verfahren eigentlich nicht machbar. Wenn wir heute Morgen den Vortrag gehört haben vom Bundesamt, das hat 14 Tage gedauert, überhaupt diese Kacheln da zu erzeugen, dann habe ich schon mal mindestens 14 Tage alte Daten vorliegen. Und dann dauert es noch ein Jahr, bevor ich die von den Ländern zusammengesammelt habe. Dann habe ich 14 Tage und ein Jahr. Und ob das heute noch zeitgemäß ist, war ich mal zu bezweifeln. Das war der Grund auch, weshalb wir diesen Ansatz hier verfolgt hatten. Ach so, jetzt muss ich hier wieder. Ist er noch offen irgendwo auf dem Bildschirm? Doch lieber Gnome als Unity. Wo ist er denn? Ne, weiter runter, ne, vorletzt. Ne, das ist die erste. Muss ganz weiter runter scrollen. Kommt nichts. Das ist der falsche Vortrag. Nö. Den hier nochmal aufmachen, vielleicht, wenn es der letzte ist.
Nee. Da ist er. Okay, alles klar. Gehen wir zurück. Also hier nochmal ein paar Beispiele zur Performance, wobei jetzt die Karten oder die Zahlen wahrscheinlich nicht sichtbar sind hinten in dem Bereich. Aber wir haben hier oben der erste Prozess dauert 0,2 Sekunden. Hier haben wir 0,3 Sekunden, 0,3 Sekunden, 0,2 Sekunden, wieder 0,2, 0,2, 0,1 Sekunde. Das hängt halt jeweils vom Darstellungsmaßstab ab. Und in dem Bereich, wo wir jetzt quasi das Luftbild auch mit einblenden, da haben wir hier auch 0,1 Sekunde für den Rendering-Prozess. Da braucht das Luftbild alleine schon 0,08 Sekunden, also auch fast 0,1 Sekunde, um ausgeliefert zu werden vom Map-Server, wobei die Daten wirklich sehr performant aufbereitet sind, also optimiert sind an der Stelle. Also wir haben keine großen Unterschiede mehr zwischen der Bereitstellung eines normalen Rasterdatendienstes im Gegensatz zu diesen auf Vektordaten basierenden Diensten, wenn ich die Generalisierung sauber durchführe. Vorteile nochmal des Live-Renderings im Gegensatz halt zur Bereitstellung dieser Rasterkacheln, die wir ja in der letzten Zeit überall sehen. Ein bisschen Hype, der darum gemacht wird, würde ich sagen. Also wir haben großen Vorteil, freie Wahl des beliebigen Koordinatenreferenzsystems. Ne? Was können wir uns vorstellen, wenn ich jetzt das Koordinatensystem wechsle in einem GIS-System und habe diese Rasterkacheln da liegen, dann stehen die Schriften anders als zuvor. Es sei denn, ich hätte eine doppelte Datenhaltung. Das ist relativ teuer im heutigen SAN-Bereich. Dann kann ich freie Wahl des Ausschnitts. Ich bin nicht dazu gezwungen, quasi mir diese einzelnen Maßstabsstufen aufzuoktroyieren, das ist auch etwas komplex, wenn ich versuche, in der Geodateninfrastruktur verschiedene Daten verschiedener Hersteller, Bereitsteller zu überlagern. Jeder hat andere Anforderungen an Maßstabsbereiche, die will ich nicht über einen Kamm scheren können. Ne? Ist auch ein Vorteil daran, dieser Live-Rendering-Prozesses. Wir haben die höchstmögliche Aktualität, habe ich schon ein paar mehrmals angesprochen. Wir können dynamische Legenden und dynamische Schriftplatzierungen nutzen weiterhin. Wir können einzelne Objektbereiche durch den Nutzer an- und ausschalten lassen. Auch das wird im GIS-Bereich normalerweise gefragt. Wir können die Objekte per Get-Feature-Info abgeben, Sachdaten abgeben, wir können Eigentümerdaten abgeben. Alles das ist halt möglich in den Bereichen. Und ich kann beliebige weitere Produkte halt auf dieser Vektordatenbasis halt ohne großen Aufwand erzeugen, parallel anbieten, ohne jetzt die Datenmenge zu vergrößern. Und ich kann auf diesem gleichen Datenbank eben auch WFS aufsetzen, die den gleichen Datenstand abgeben, wie auch der WMS ihn zur Rendering, zum Rendern verwendet. Das ist für den N2-Umsetzungsprozess eigentlich auch relativ wichtig. So, offene Punkte bei der Generalisierung. Da werden noch ein paar Anpassungen gemacht werden müssen für Postgres 2.0. Das läuft da noch nicht so sauber drauf. Und an der Stelle wird man sich vielleicht überlegen, ein paar Generalisierungsverfahren auf die Raster-Sicht anzupassen, also über einen Raster-Generalisierungsalgorithmen laufen zu lassen, die sind wahrscheinlich besser an der Stelle. Im Rendering-Prozess fehlt uns ein bisschen die Möglichkeit beim Map-Server quasi diese Hidden Layer da einzurichten, um diese generalisierten Layer halt im WMS nicht mit nach draußen geben zu müssen. Aber das sollte in der 6.2er-Version eigentlich umgesetzt sein. Da hoffen wir, dass das bis zum Sommer der Fall ist. Und wo wir natürlich wenig Wert drauf gelegt haben, war diese Über- und Unterführungsreferenzen hier aus dem Datenmodell für die saubere kartografische Darstellung zu nutzen, weil die einfach relativ rechenintensiv sind. Oder man müsste halt vorprozessieren über die gesamte Landesfläche, um da eine saubere Überführung darstellen zu können. Aber wie gesagt, das sind die offenen Punkte momentan. Und wenn Fragen sind, wären wir jetzt am Ende angelangt. Also von der Zeit her war es eine Punktlandung, also ganz wunderbar. Das erwarte ich von den anderen Referenten nachher auch. Gibt es Fragen? Ja. Alle so erschlagen oder? Also vielleicht zum Zeitdauer so der Generalisierung selbst, das ist ja immer so kritisch. Wir hatten früher mal 10 Minuten gehabt, sind jetzt aber bei 2,5 Stunden. Aber auch das ist nachts problemlos möglich. Also in 2,5 Stunden werden diese 6 Stufen über die Postgres-Funktion zusammengebaut und werden dann morgens früh um 4 Uhr auf diese Rendering-Engine rüberkopiert. Auch der Austausch ist auch relativ einfach zu regeln. Wir haben dann 2 Datenbanken und die eine wird quasi überbügelt für die Dauer des Reinkopierens, des Dumps, wird dann quasi die andere im Map-File genutzt. Das heißt, ich habe einen kurzen Übergangszeitraum von ein paar Minuten, habe ich halt die Karten von gestern, die ich sehen kann. Wobei wir aufpassen müssen, es gibt natürlich auch ein paar Pitfalls, und zwar, wenn die Daten topologisch sauber sind und wenn die Rendering-Prozesse dann fehlerhaft, die Generalisierungsprozesse brechen dann teilweise ab. Da müssten wir vielleicht noch ein paar Verbesserungen
machen, halt, um die Topologieprüfung sauberer zu führen. Also aus der Produktion selbst heraus werden teilweise topologisch inkonsistente Objekte geliefert. Und das hat uns am Montag zum Beispiel Probleme gemacht. Das bedeutet, wir haben momentan keine tagesaktuellen, sondern die sind von letzter Woche Freitag. Okay. Was ja so schlecht auch nicht ist. Ja, aber wenn es drei Monate sauber lief, ja. Na gut. Gut. Sonst noch Fragen? Wie ist der Server ausgestattet, der den WMS ausliefert, also CPU, RAM? Das ist ein VM, der Shared VM mit aber 8 Cores. Mhm. Also wir haben auf der Maschine, ich glaube täglich 300.000 Klicks oder so, das ist nicht viel. Also er muss momentan auch nicht so viel machen. 300.000 ist gar nichts. Und er hat 8 Cores und ich weiß aber nicht genau, wie hoch die Gigahertzzahl jetzt ist, die definiert ist. Mhm. RAM, glaube ich, 6 Gigabyte. Aha. Okay, danke. Also er braucht nicht viel. Man könnte sich da natürlich auch noch Cluster und alles Mögliche überlegen, wenn man da die Geschwindigkeit, aber es geht uns eigentlich um den Rendering-Prozess, den Einzelnen, dass der halt so weit reduziert wird, dass wir eine Alternative haben zu dem WMTS. Also alle sagen, WMTS ist cool und schnell und geht aber auch mit WMS. Und wir haben halt die ganzen Vorteile, die ich eben aufgelistet habe, im Falle des WMS haben wir. Ne? Die Möglichkeiten haben wir, die haben wir beim WMTS nicht. Und wir müssen große Klimmzüge machen, um diese Daten so aufzubereiten, dass sie genutzt werden können bei WMTS.